weiß nicht, eine wirkliche Formel. Alle wollen immer das Geheimnis wissen. Das Geheimnis, warum er so gut ist und warum er das schafft, was er anfasst. Warum er einfach unten anfängt und oben wieder aufhört. Als wäre nichts gewesen. Und man merkt ihm überhaupt nicht an, dass er gestresst ist oder dass es ihm schwerfällt. Weil ich auch nicht glaube, dass es ihm schwer fällt. Er liebt es doch, was er macht. Ich glaube, seine Formel ist einfach, er hat das Gesamtpaket an allem, was man braucht. Und er hat das große Glück, da reingefallen zu sein, durch unsere Familie, durch meinen Vater vor allem auch, dass er das einfach für sich entdeckt hat, sein Talent entdeckt hat. Und ich glaube, das ist die Formel, dass er einfach so ist, wie er ist und das Glück hat, das zu entdecken. Was ist die Megos-Formel? In trying to get closer to Alex, we applied laws of physics and formulas as guiding principles in search of unification and understanding. In this environment, symmetry plays an important role. And maybe there is this kind of deep symmetry, even more powerful, which should explain even the most mysterious features. Energy, momentum, friction, gravity. Yes, again, boil down to what we see when we look in the mirror. Ja, Begehungen, die von oben bis unten ehrlich sind. Bewertungen, die x-mal hinterfragt werden. Ehrliche Anerkennung von Leistungen von anderen. Da auch Respekt vor Leistungen von anderen. Ja, das macht den Alex Megos zum Alex Megos. Das war vor 10 Jahren in der Kletterhalle in Forchheim. Da kam der Alex plötzlich, steht so ein blonder, kleiner Junge da mit viel zu großen Kletterschuhen, die er auch einfach die ganze Zeit überhaupt nicht ausgezogen hat. Ja, da stand er einfach, hat ein bisschen an den Fingern dann so rumgenestelt. Dann haben wir so gesagt, ja, kletter doch mal die Tour. Ja, hat er die geklettert, boah, das sah schon gut aus. Und dann die nächste. Ja, das hat er alles ganz locker gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Und da hat man schon gemerkt, ah, da ist Potenzial drin in dem Kerle. Mein Vater hat mich schon in die Berge mitgenommen in Griechenland. Dann war ich mal mit 8 in Deutschland zu Besuch, wurde von einem Freund am Walberla mitgenommen zum Klettern. Und das wollte ich unbedingt auch weitergeben an die Familie und an meine Kinder. Und das hatte ich auch weiter getrieben, weit über die Grenzen vom Frankenland hinaus in der ganzen Welt zu klettern. Is there a formula to the perfect climber? Maybe. Yet the whole is always more than the sum of its parts.